Jetzt sind wir schon den ganzen Weg hierher gelaufen. Jetzt müssen wir auch noch reingehen. In den, laut Elias, kältesten Weiher, in dem er jemals drin war. Der gute Elias hat noch eine Wanderung rausgesucht. Dafür müssen wir jetzt aber mit der Fähre fahren. Da warten wir jetzt drauf. Rein theoretisch liegt sie jetzt an. Mal schauen. Und wir sind die Einzigen. Da die Fähre noch ein bisschen braucht und wir alle Hunger haben, beziehungsweise alle bis auf Thomas, weil Thomas hat nie Hunger, und Elias sich immer bei uns mit durchschnurrt, kochen wir jetzt halt bei uns im Kombo und ja. Ich spendiere die Eier. Achso. Und die Butter. Aber wir brauchen gar keine Butter. Zum Anbraten. Wir haben Öl. Boah. Okay. Ja, er schnurrt sich einfach nur durch. Stimmt nicht. Wer hat sich denn vorhin das Milka-Tender wieder gegriffen? Weil er hungrig und wehleidig war. Das hast du mir gegeben. Einfach nur, weil du wolltest, dass ich aufhöre. So zu sein, wie ich da war, wenn ich hungrig bin. Wie bist du denn, wenn du hungrig bist? Erklär das doch mal. Ich bin ein bisschen sauer. Kann man reizbar. Das überhaupt, kann man den erklären, den Zustand? Reizbar. Snickers-Werbung. Explosiv trifft es. Das trifft tatsächlich wahnsinnig gut bei mir. Wie auch immer. Das ist unser nächstes Ziel. Da hinten kommt schon die Fähre. Aber wir sind noch nicht ready. Hast du irgendwie was zum Umrühren? Das heißt, glaub, auf dem Boot geht's weiter. Wir kochen auf dem Schiff. Genau. Genau, jetzt haben wir halbfertiges Essen mit dabei. Versuchen, dass hier niemand ins Auto reinschaut und uns für blöd erklärt. Auch dann wäre es egal. Jetzt fahren wir mit unserem halbfertigen Essen aufs Schiff. Ja, der Struggle ist nämlich, jetzt noch schnell was zu essen, damit wir die Wanderung da hinten bei den Bergen absolvieren können. Durch den Schnee auf den Gletscher um Mitternacht. Damit wir dann irgendwie ein bisschen Zeitersparnis haben. Darum genau. Geht's. Ja, weil Elias hat nämlich nur 5 Monate. Und genau, das passt uns alles nicht. Scheiße, ey. Alles dann, durchgetaktet. Dann müssen wir uns ranhalten, ja, sonst geht das nicht. Ja, jetzt geht's nicht. Ja. Aber da ist ja zum Glück die Fähre. Es ist echt gut zum Händewärmen. Glaube ich dir. Ich habe dir auch die Sitzheizung angemacht. Oh, du bist so lieb. Danke. Habt ihr eigentlich auch eine Sitzheizung? Willst du mich verarschen? Vollleder, elektrische Sitze. Klar, haben habt wir alles. Alles, ne? Haben wir alles. Habt ihr alles? Ja. Nachgerüstet. Ja. Auch 4x4. 4x4? Ja. Wir haben auch noch ein Luftfahrwerk. Also es war halt noch nicht gar genug, deshalb haben wir es jetzt noch nie hergenommen. Aber rein theoretisch. Jetzt fahren sie. Ja, und Hannes ist hinter uns. Und hat der kommt dann auch alles noch mit geschnitten rein. Und gekocht. Hannes ist unser IT-Mann, der wird für sämtliche unangenehme Zwecke missbraucht. Der Arme. Aber er macht es auch gerne. Er macht es auch gerne. No, safety first für die 10 Meter. Lass mich. So. Ich hoffe, hat er schon schaut gewunken? Nicht rein. Ja. Er hat schon gewunken. Ich hoffe, er schaut nicht rein. Das ist so egal. Wir machen auch ein Foto. Schön. Hey. Riffcard. 174. Riffcard, okay. Have you another card, maybe? No. SIM-Karte? Ja, aber drüben bei Hannes. It doesn't work. You can go. Yeah. Okay, thank you. Hast du es drauf, Kamera? Ja. Yeah. For free! Woo! Okay, gehen wir jetzt auf die Fähre hoch, ja? Ja, wir müssen noch kochen. Wollen wir jetzt hier kochen? Ja klar, wir machen jetzt den Kombo hinten auf und dann... Let's go! Hallo! Das ist auch richtig schön. Richtig assi! Hau rein die Eier! Wo jetzt schon?
Lieber nicht erstmal heiß werden lassen, dann ist besser, oder? Ist doch scheißegal. Okay, komm, hau drauf da. Hast du ihn eingeregelt unten? Ja. Macht es ist geregelt schon? Und komplett auf Vollpower. Also entweder wir kriegen gleich einen Anschiss oder wir dürfen hier kurz was heiß machen. Ich gehöre nicht zu euch. Hä, ich habe auch nichts damit zu tun. Jetzt bleib du da stehen. Wie viele haben wir da rein? Oh fuck, da war ein Schaden. Keine Ahnung. Hau mal rein da. Sagen an Gurn mit einer geilen Aussicht. Nachdem wir uns dann ohne weitere Zwischenfälle gestärkt hatten, war unsere Fähre auch schon angekommen. Wir sind jetzt bei den Lyngseidet unterwegs, einer absolut epischen Bergkette. Man kann es anders nicht sagen. Schaut euch die Bilder an, es ist einfach unglaublich. Die Berge noch schneebedeckt und wir wollen da jetzt auf eine Wanderung gehen zu einem Gletschersee, bei dem ich 2021 schon war. Zu dem Zeitpunkt, an dem ich das erste Mal da war, waren die Berge allerdings komplett wolkenverhangen. Und die Schneeschmelze war im vollen Gange, weshalb ich mehrere Flussdurchquerungen auf mich nehmen musste, um überhaupt zum Gletschersee zu gelangen. Das war dieses Mal ein bisschen anders. Die Berge waren komplett schneebedeckt und die Schmelze war noch nicht wirklich im Gange. Und es waren eigentlich die perfekten Bedingungen, um diese Wanderung dann auch zu starten. Bei dieser Wanderung habe ich jetzt auch eine sehr ruhige Musik gewählt, damit man auch wirklich Zeit hat, sich diese ganzen Berge, diese Landschaft einfach in Ruhe anzuschauen. Es wäre wirklich schade, wenn ich jetzt ein Lied wählen würde, wo das Ganze hintereinander gecuttet wäre, ohne dass man wirklich Zeit hat, sich diese Schönheit anzuschauen. Und deswegen lehnt euch zurück, lasst diese Landschaft auf euch wirken. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit unserer Wanderung zum Bleisvatnet, dem wohl blauesten Gletschersee, den es überhaupt gibt. Und seid gespannt, was wir da so erlebt haben. Es ist jetzt 23 Uhr und wir haben uns entschlossen, eine kleine Gletscherseewanderung zu machen. Dahinter geht's. 4 Stunden ungefähr. Let's go. Thomas ist beim Schlafplatz. Der hat sich jetzt dagegen entschieden. Ja, aber wir haben jetzt nochmal 4 Stunden Wanderung raus.
point has been updated. Please check it on your map. Muss er starten. Warum? Damit sich der Homepoint updatet. Jetzt gehen wir mal hier hinten dran bei Achim. Achso. So, nehmen wir den Saft. So, hey, du traust dich ja was. Ja. Zack, zack, zack. Hallo? Wo ist der Weg hier? Warte. Ach, wo ist der Weg? Da hinten. Warum sind wir denn hier? Wir folgen unserem Wegführer. Unserem Guide? Unserem Guide. Wir sind ein bisschen lost, irgendwer mit dem Weg verloren. Wir glauben, er ist da hinten irgendwo. Ja, jetzt schauen wir einfach mal. Aber bisher ist schon ziemlich geil, diese Aussicht ist echt der Hammer. Richtig geil. Und so ein bisschen Abendstimmung kommt auch noch mit rein. Echt geil. Ist gleich die ganze Müdigkeit einfach wieder vergessen. Mega gut. Elias, ich will ja nichts sagen, aber hier hätten wir eine Flasche. Warum soll ich mein Wasser trinken? Tragen, wenn ich es hier trinken kann. Nee, Spaß. Also wenn man Wasser trinken kann, dann definitiv das hier. Das ist echt. Ich meine, es kommt direkt von da. Oh, wir hatten die Flasche noch im Rucksack. Wie weit noch? Gefühlt 2 Kilometer. Ernsthaft? Ja. Und dann? Dann sind wir dort. Jetzt hat's gepasst. Echt? Einmal nicht aufgepasst. Natürlich gleich vertreten, beziehungsweise nicht richtig vertreten. Ich habe die Sehne da im Mittelfuß ein bisschen überspannt. Keine Ahnung. Jetzt tut's weh. Aber es geht noch. Muss nur ein bisschen langsamer gehen. Und, ui, da drüben ist der Weg. Drin war. Ja.
Ist so richtig rot hier. Alter, ich spüre einfach nichts mehr in meinem Körper. Ich lang hier hin und ich spüre es nicht. Jetzt überleg mir, wie es ist, wenn du eine Minute drin bist. Oh, geil. Ja, Mann. Sauber. Fragt mich nicht, warum. Aber wir waren gerade in dem Weiher da drin. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr ist es. Wie viel Uhr ist es? Viertel nach eins. Viertel nach eins? Ja. Geil. Alter. Boah. Heftig. Das ist das Leben, ne? Geil. Was haben wir gerade gemacht, Elias, und wie fühlst du dich dabei? Wir haben uns fast komplett entkleidet. Was? Und sind dann da vorne reingesteppt. Ich bin gejumpt. Ja, ich bin fast gefallen, hat mich noch halten können. Und dann, Aufregung war einfach zu groß, ne? Alle Kameras auf einen gerichtet und so, ist klar. Dann sind wir da geradewegs reingesprungen, quasi. Und ja. Ausgezittert. Bis zum Hals im Wasser. Und es hat sich richtig geil angefühlt. Und das Wasser ist da vorne kristallklar, wie man sieht, komplett blau. Man sieht den Grund. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Wie viel Uhr ist es? 1.20 Uhr ungefähr. Und bei dir? 26.10 Uhr. No fucking way.